Hallo und herzlich willkommen zurück zu Redcorn. Wir spielen heute mal wieder in der Kampagne weiter. Oh, das wussten Sie wohl nicht. Die Bunker gehören den Vipers Commander. Sehen Sie das als eine Warnung? Das kennen wir ja schon von der letzten Folge, werden wir aber trotzdem nochmal anschauen, für die, die was noch nicht gesehen haben. Vipers, sie werden uns am lebendigen Leib verbrennen. Die Vipers, ein ehemaliger Söldnertrupp, der für seine Grausamkeit und den leichtfertigen Einsatz von Napalm berüchtigt ist. Sie sind nun ein ständiger Bestandteil der Krux-Separatisten-Streitkräfte. Sie werden sich nicht so leicht geschlagen geben. So, Turm anpassen. Ja, werden wir schauen. Ich glaube, da haben wir ja sowieso alle. Layouts machen wir auf, genau hier haben wir momentan extra Waffe, also ein Abwehrturm weniger. Wir lassen den jetzt einfach mal so, mal schauen, die Waffen, nö, Mörser und so Hammer. Ne, lassen wir jetzt mal, wir schauen uns jetzt erstmal die Schlacht an. So. Okay, die haben diese Raketen, ne? Mal schauen, unser Mörser 60 ist natürlich nicht viel. Aber wir versuchen jetzt trotzdem erstmal die Kanonen hier auszuschalten. Die lassen wir auch mal da. Und mit ihm, glaube ich, hämmern wir da gleich mal mit drauf. Den hauen wir gleich mal zum Mörser, dass der auf jeden Fall schneller nachlädt. Und dann erstmal, ja, okay, der Mauerbrecher ist natürlich auch schon. Ja, mit dem Mauerbrecher müssen wir natürlich aufpassen, weil der, wenn er jetzt dann trifft, der macht ordentlich Bums. Oh, der muss weg. Also wie gesagt, ihr müsst im Spiel auch viel mit der Pause-Taste arbeiten. Oh, wir haben schon die Kanone verloren. So, jetzt müssen wir umschalten. Und zwar, ich glaube, wir gehen jetzt trotzdem mal auf diesen Mauerbrecher hier. Und du schlägst weiter auf die hier ein. Mörser, na doch, du gehst, glaube ich, hier oben mal hin. So, dann gehst du gleich mit an die Kanone. Natürlich gleich mal schauen, dass die so schnell wie möglich wieder reparieren hier. Oh, wir haben den Mauerbrecher fast. Also die Rakete müssten wir jetzt eigentlich wegbekommen mit ihm. Nein. Oh shit. Oh shit. So, jetzt müssen wir mal schnell gucken. Du magst hier. Du magst hier. Die haben ja keine Reparaturstation so wie ich, aber unsere brennt. So, mit dem da, mit dem schlagen wir jetzt mal hier oben ein. Wir dürfen auf jeden Fall ihr Zeug nicht reparieren hier. Komm, ladet nach. Ja, so lassen wir das. Oh, die sind fast kaputt. Und das nächste werden auf jeden Fall dann die Raketen sein. Oh, scheiße. Ja, jetzt kommt schon die nächste Rakete. Aber mein Abwehrsystem schafft es nicht. Raus da, raus, raus, raus. Oh, leck, wir haben einen verloren. Wir haben schon einen verloren. Ja, jetzt wird es Zeit, dass die hier... Na, wir tun den trotzdem mal in den Reaktor hier rein. So, jetzt kommt die nächste Rakete. Wo fliegt die hin? Komm, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Oh, der geht doch hier. Ja, okay. Die Kanone werden wir jetzt aufgeben. Erstmal. Mit unserem Mörser. Wir versuchen jetzt trotzdem, dass wir diesen einen hier wegbekommen. Yes. Einer ist weg. Boah, jetzt brennt aber schon alles bei uns. Ah, unser Abwehrsystem auch. Ja, shit. Auf jeden Fall unseren Reaktor hier. Oh, wir haben den nächsten, ne? Ja, irgendwie brennt jetzt bei uns alles. Ja, okay, unser Abwehrsystem werden wir jetzt leider nicht mehr hinbekommen. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir den seine Soldaten auf jeden Fall hier wegbekommen. Das Beste wäre jetzt trotzdem auch mal auf diese blöden Raketen, weil die brennen hier unseren ganzen Turm ab. Ja, du musst jetzt mal mithelfen, schnell. So, jetzt nochmal schnell umdenken. Das alles auf die Raketen. Der Mörser schießt schon auf die Rakete. Und er jetzt mal genauso. Werden wir aber natürlich jetzt
Boah, raus da, raus, raus. Achso, unter Reaktor. Shit. Wir sind jetzt so weit. Nein, hier hoch. Okay. Der eine Raketenturm ist weg. Da müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir auch den zweiten mit wegbekommen. Der eine Soldat ist hier hinten. Genau, wir ballern jetzt komplett auf diese Raketen. Na, einen müssen wir dann wirklich auf den hier lassen. Und ihr müsst jetzt mal unsere Medi-Station hier auf jeden Fall heilen. Okay, die zweiten Raketen sind weg. Und jetzt nehmen wir uns mal die Soldaten von ihm vor. Da haben wir natürlich jetzt gut Pause gedrückt. Nein, nochmal. Shit. Ja, jetzt wird es natürlich nicht mehr schaffen, das alles aufzubauen. Aber ich glaube, er hat schon wieder einen verloren. Die waren doch gerade noch drei. So, jetzt tun wir langsam. Wir wollen seine Leute ausschalten. Und jetzt könnt ihr mal langsam mal wieder hier die Geschütze reparieren. Wobei wir die eigentlich jetzt sowieso das eine Geschütz extra nicht mehr brauchen. Wir schaffen es ja so oder so. Ihr seht, er hat nichts mehr. Jetzt explodiert er. Wir haben gewonnen. Ich habe es aber trotzdem gedacht, jetzt wird schon schlimm für uns. Geschieht in den recht dreckigen Mörder, weil einfach schon viel zu viel von uns gebrannt hat. Ein Verlust, ja, wir haben einen Soldaten verloren. Wir haben auch Feuerraketen, das sind die, was die hier hatten. Verbrennungsmotor. Laserabwehrsystem. Oh, ein Laserabwehrsystem. Vielleicht habe ich sie unterschätzt, Commander. Vielleicht sind sie doch nicht nur eine Schachfigur wie andere. Vielleicht sind sie wirklich ein ganz besonderer Schützling und die rechte Hand des Imperators. Vielleicht sollte ich ihnen mit Respekt begegnen und sie ermorden lassen. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall mal diese Lasertürme an, für was die genau sind. Effektiv gegen leichte Geschosse und Raketen. Oh, das werden wir natürlich gleich einbauen. Achso. Ja, wir nehmen jetzt mal unseren Laserturm und nehmen halt extra Abwehr. Achso, wir haben ja nur einen. Naja, ist egal. Dann nehmen wir einmal den und einmal den. Oder doch den hier. Achso, der ist gegen Raketen. Und der ist für die schwere Projektile und mehrere gleichzeitig anfliegende Geschosse. Naja, dann lassen wir das so. Das, das, das. Verbrennungsmotor 2. Achso, wir haben einen dazu bekommen, weil den haben wir ja schon. Jetzt wenn wir den hier reintun, ist das was anderes? Nee. Unsere Heilstation haben wir Stufe 2. Unser Abwehrsystem ist drin. Okay, ja. Ich glaube, mehr brauchen wir jetzt sowieso nicht. Alter, was sind das für Kanonen? Ja, also da wäre es natürlich besser, wenn wir jetzt erstmal so eine Kanone ausschalten. Aber die haben auch ihre EMP-Werfer. Ja, jetzt kommt erstmal so eine Kanone hier weg. Ja, wo schießt denn du hin? So, der und den Mörser lassen wir einfach mal da oben hinschießen. Du gehst mir hier hin. Also wenn die natürlich erstmal so ein riesen Ding hier ausschalten würden, das wäre natürlich prima. Ja. Der Laser versucht zumindest. Ah, jetzt kommt die EMP her. Komm, schaltet die große Kanone aus, Leute. Yes, wir haben eine. Also, dann lassen wir eine kleine hier mit drauf schießen. Mit den anderen feuern wir jetzt mal auf... Halt, auf den hier. Mit dem Mörser ja sowieso. Hauptsache die eine hier unten wird nicht repariert. So, jetzt wird es mal aber zu blöd hier mit den Leuten. Die geben wir jetzt am Schluss nämlich nur drauf. So, einmal du und einmal du. Du gehst mir hier hin und so, glaube ich, ist nichts mehr zum Reparieren. Na, die schafft die eine nicht ganz. Seht ihr ja hier. Oh, unser Abwehrsystem. Hallo?
Der baut hier unten doch gleich auf. Wir müssen halt nur diesen einen Soldaten hier wegbekommen. Es wäre gut, wenn der Mercer treffen... Ah, ne Gans. Shit. Schauen wir mal mit dem Mauerbrecher dahin. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und er trifft. Ne, es ging daneben, glaube ich, oder? Ja. Ah, der auch. Seht, ganz, ganz wenig Gesundheit noch. Naja, da müssen wir jetzt trotzdem mal hier oben ein bisschen mit draufhauen. Der ist verwundet. Den auch mal schnell heilen lassen. Ah, leck, unser Abwehrsystem ist ausgefallen. Shit. Na, jetzt haben wir einen Mauerbrecher hier unten. Wir müssen wenigstens mal einen Soldaten von denen hier wegbekommen. Komm, geh doch zu der Waffe hier hoch. Der nächste Treffer zerstört sie. Ja, haben wir Glück gehabt bis jetzt. So, die zwei sind noch weg. Also wir brauchen diese Soldaten, den... Ach, hier drüben ist auch noch einer. So, mit unserem Mercer machen wir mal hier. Das ist natürlich der Mauerbrecher hier außer Gefecht. Oh, wir haben einen erwischt. Ja, perfekt. Jetzt, wenn wir natürlich den noch erwischen würden... Und dann diese EMP-Werfer. Weil schaut mal an, ein Geschütz nach anderen fällt bei mir aus. Ich weiß gar nicht, wie lange das wieder dauert, bis die wieder einsatzbereit sind. Ah, der Mauerbrecher ist wieder hier. Naja, dann hämmerst du da drauf und du da drauf. Und unser Mercer hämmert mal hier drauf. Na, wir schaffen aber leider diesen einen Soldaten hier unten nicht. Oh, der Mauerbrecher ist wieder außer Gefecht. So. Du da, du da, du da. Den machen wir... Oder? Ja, machen wir jetzt mal auf den hier. Vor allem unser Abwehrsystem funktioniert halt nicht. Wenn sie treffen, gehen die natürlich hier aus dem Raum hier raus. So, Waffen sind... Ja, okay, bis auf die hier noch. Mercer schlägt sowieso dahin. Machen wir es jetzt gleich mal so. Das wird schon. Wir haben den nächsten zerlegt. Oh, ich glaube sogar zwei auf einmal. Ah... Jetzt hat er nicht mehr viel. Ein so ein EMP-Werfer. Den schauen wir jetzt auch, dass wir wegbekommen. So, jetzt warte mal. Du gehst hier hin. Der eine Soldat hier. Du gehst zum Mauerbrecher. Also die, ja, die schießen jetzt alle auf das eine hier hinten, ne? Auf den letzten EMP-Werfer. Jetzt hat er keinen Soldaten mehr, schaut hin. Und zerstört. Jetzt können wir uns... Es ist ja egal, was wir hier unten nehmen. Explodieren wird es sowieso gleich. Und mein Turm ist wieder voll einsatzbereit, schaut hin. Okay, also, die Mission ging ja. Das Schlimme waren jetzt wirklich nur diese EMP-Werfer, weil einfach, ihr habt ja vorhin gesehen, drei Waffen auf einmal außer Gefecht waren und das ist natürlich schon bitter. Da haben wir es doch. Hey, es ist nicht mal explodiert. Das ist, so, soweit ich jetzt weiß, neu, oder? Sonst explodiert es doch immer. Ja, okay, habt mal auf jeden Fall Glück. Wir haben es gewonnen. So,
Zwei weitere Strike Commands des Imperiums sind gefallen. Meine degenerierten Generäle bringen mir nur Niederlagen ein. Ich habe diese Niederlagen satt. Ich akzeptiere diese Niederlagen nicht. Entschuldigung, das alles liegt mir einfach so sehr am Herzen. Alles in Ordnung, Leutnant? Ja, mein Imperator. Ihre Fürsorge ehrt mich, mein Imperator. Gut. Es gibt eine Kommunikationszentrale der Krux, die mit schweren Waffen benutzt... Was? Die wird mit schweren Waffen benutzt, glaube ich, war jetzt hier gestanden. Schwere Waffen, die scheinbar jeden Commander des Imperiums vernichten. Ich erwarte, dass du erfolgreich bist, Commander. Okay. So, wir sind jetzt bei Kriegsfortschritt 22%. Also wirklich, das schaut wirklich so aus. Jede Mission ist gerade mal 1%. Ey, dann haben wir wirklich noch verdammt viel vor uns vor dem Spiel. Aber das Spiel ist super. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich habe schon auch viele Bewertungen gesehen vom Spiel, die nicht so gut waren. Und die ich halt natürlich überhaupt nicht verstehen kann, wieso das Spiel so schlecht ist für die Leute. Alter, schaut euch an, wir haben diese Präzisionskanone Achon. Ein Bediener verkürzt die Nachladezeit um 40% und erhöht die Genauigkeit noch weiter. Die braucht aber natürlich viel Energie, habt ihr selber gesehen. Na okay, das geht eigentlich. Die Hydra braucht 3 Energie und diese braucht 4. Die haben 3, der Mauerbrecher braucht auch 3. Also von daher wollen wir es mal probieren. Wir können es ja mal ausprobieren, aber ich glaube, die lädt aber trotzdem verdammt lang. Ja. Wollt ihr sehen? Dann müsst ihr leider auf die nächste Folge warten. Seid's mal nicht böse. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wie gesagt, nicht vergessen, in der nächsten Folge sehen wir diese Achon, diese Präzisionskanone. Ich hoffe mal, die taugt was. Ansonsten müssen wir es wieder rausschmeißen. So. Dann euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.